Hey, mein Name ist Frank von Frank Schätz Woodwork und vor kurzem habe ich ein Video hochgeladen, in dem ich euch gezeigt habe, wie man clever Massivholzbohlen auftrennen kann. Und bei dem Versuch ist nicht alles glatt gelaufen, aber wann ist es schon mal so, dass beim ersten Mal die Sache wirklich so funktioniert, wie man sich das vorstellt? Für den heutigen Versuch Nummer 2 habe ich ein paar Parameter abgeändert und wie gut das Ganze im Endeffekt funktioniert hat, schaut es euch am besten selber an und zwar direkt nach dem Intro. Wenn ihr das erste Video noch nicht gesehen habt zu dem Thema, das Video werde ich euch unten in die Videobeschreibung verlinken oder jetzt auch hier oben in die Infobox. Übrigens, da müsst ihr nicht sofort draufklicken, könnt ihr auch noch am Ende des Videos machen. Dort habt ihr ja gesehen, dass ich mir extra dafür diesen Jig hier gebaut habe. Ja, das sind so Federklemmen. Und den werde ich aber noch ein wenig ummodifizieren müssen für den zweiten Versuch. Wie ich es ja schon in meinem letzten Video, und zwar dem Bandsägenvergleich, warum ich von meiner alten Holzmann zu der neuen Record Power gewechselt habe, da habe ich diesen kleinen Metallbolzen ja auch schon gezeigt. Aber ich werde es euch jetzt einfach nochmal kurz erklären, wofür das Ding da ist. Dieses Teil hier ist auch im Lieferumfang von der Bandsäge enthalten. Das wird in die vorhandenen Nuten hier, wird es dran gemacht. Und dann von hinten mit so einem Schnellspannhebel hier einfach fixiert. Für den Versuch ist der Aufbau von meiner Vorrichtung nicht ideal, weil in dem Fall wirklich nicht der Druck auf den Parallelanschlag hier geführt werden muss, sondern genau auf diese Stelle hier vom Bolzen. Das heißt nur an der Stelle des Sägeblattes. Ich werde zwei von diesen Teilen hier einfach entfernen. Die sind nur festgeleimt. Die werde ich einfach kurz abkloppen. Und falls ich sie irgendwann wieder gebrauchen sollte, kann man sie einfach wieder festschrauben. Als erstes muss man die Mitte von der Bohle anzeichnen, das mache ich mit einem Streichmaß und danach überträgt man dieses Maß auf die Maschine. Hierzu verwende ich auch immer gerne meine Schieblehre, damit kann man die Einstellungen sehr genau vornehmen. Nun muss ich noch meine Vorrichtung mit den Federklemmen an der Maschine ausrichten und befestigen. Der Vorteil an diesem Aufbau ist, dass er die Unebenheiten und Krümmungen von den Brettern, die man auftrennen will, ausgleichen kann. Dadurch, dass nämlich die Seite nicht an dem Parallelanschlag komplett, sondern nur über diesen Bolzen an einer Achse geführt wird, kann quasi das Sägeblatt auch arbeiten und man erzielt dadurch bessere Ergebnisse. Ich trenne hier eine 22 cm hohe, 50 mm dicke Massivholzbohle aus Irokko auf, also das ist wirklich richtiges Hartholz. Und da muss man natürlich auch mit der Vorschubgeschwindigkeit dementsprechend langsam vorgehen. Ebenso auch die Bandlaufgeschwindigkeit habe ich hier auf die niedrigste Stufe gestellt. Ich kenne mich ja bereits mit solchen Schnitten aus und weiß ja, was dabei unter anderem auch schief laufen kann. Und bei solchen Schnitten ist es auch immer eine ziemliche Nervensache, ja, weil man ja im Endeffekt bis zum Schluss nicht weiß, ob das Ganze auch wirklich verlaufsfrei funktioniert. Aber wie gut das Ganze jetzt funktioniert hat, Leute, schaut es euch an. In meinem letzten Video hat mir auch jemand den Tipp gegeben, dass ich das Brett bis zur Hälfte durchsäge, dann das Ganze drehe und dann von der anderen Seite das fertig mache. Dadurch könnte man ja den Verlauf quasi ausgleichen. Das wollte ich jetzt aber in dem Versuch nicht machen, weil es einfach eins zu eins die gleiche Situation darstellen soll wie in meinem letzten Video. Hier hat sich jetzt auch so ein kleiner Spalt aufgetan, einfach weil die Spannung aus dem Brett raus ist. Aber wenn ich das Ganze aufklappe, an der Seite habe ich angefangen zu sägen. Also hier müssten die beiden Bretter auch wirklich noch sehr gleich sein. Und wie ihr hier sehen könnt, das sieht schon wirklich sehr gut aus. Sollte es an der Stelle aber auch. Und wie sieht es jetzt auf der anderen Seite aus? Also hier kann man auch schon mal erkennen, ja, keine Wölbung, das ist wirklich sehr, sehr plan, wenn ich die beiden Bretter hier so flach aneinander drücke. Da sehe ich so gut wie keinen Versatz. Und das kann uns auch schon mal einen starken Hinweis darauf geben, wie es wohl hier aussehen wird. Leute, könnt ihr das erkennen? Ich würde sagen, Leute, das hier ist ein Versatz von unter einem Millimeter. Also mit dem Ergebnis bin ich wirklich absolut zufrieden. Allerdings habe ich da noch 2 bis 3 Hinweise für euch, denn während dem Schnitt konnte ich natürlich nicht viel vor der Kamera reden, aber das werde ich euch einfach jetzt noch mit auf den Weg geben. Wie ihr hier erkennen könnt, habe ich die Federklemmen relativ weit vor dem Sägeblatt eingestellt, also dass sie wirklich fast mit dem Sägeblatt abschließen. Das hat einfach den Vorteil, dass es hier vorne nicht verklemmen kann. Und den Bolzen hier hinten, den habe ich am Anfang vom Schnitt, habe ich den etwas weiter vorne platziert. Warum das Ganze? Wenn hier das Brett nämlich reingeschoben wird, ja, wenn der Bolzen zu weit hinten ist, habe ich links keinen Anschlag. Das heißt, ich kann das Brett nicht sauber an das Sägeband heranführen. Wie gesagt, deswegen habe ich am Anfang den Bolzen leicht vor das Sägeblatt gesetzt. Und dann, wenn ihr fast mit dem Schnitt fertig seid, dann ist es nämlich störend, wenn der so weit vorne wäre. Dann legt ihr den einfach
ein ganz kleines Stück hinter das Sägeblatt und damit könnt ihr dann die Materialien auch ordentlich und sauber abführen. Die Holzbohlen jetzt aufgetrennt zu haben, damit ist die Arbeit leider noch nicht ganz erledigt, denn ich muss noch ein weiteres Stück auftrennen. Das ist dieser lange Balken hier hinten, der später die Sage von der Sitzbank wird. Und da der über 2,30 Meter lang ist, muss ich jetzt in meiner Werkstatt hier ein bisschen Platz machen, damit ich das Ding quasi einmal durchschieben kann. Zwei Vorteile habe ich, die bei diesem Arbeitsschritt wirklich sehr praktisch sind. Zum einen ist die Bandsäge mobil, ich kann sie zu jedem beliebigen Ort in meiner Werkstatt schieben und zum anderen kann ich auch mein Garagentor öffnen, wodurch ich einfach auch den Platz habe, den ich wirklich dafür benötige. Der zweite Versuch ist auch richtig gut geworden. Ja, die Bohle war zwar nicht ganz so dick, ungefähr nur die Hälfte, aber auf der gesamten Länge hat es absolut akkurat geklappt. Und hier hinten auch wieder, wie ihr sehen könnt, top. Für den Endschliff habe ich dann die Bretter nochmal durch den dicken Hobel gejagt und hier kam auch wieder meine Auflage dafür zum Einsatz. Das Video dazu, Tipps und Tricks rund ums Thema Werkstatt, findet ihr jetzt oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung. Also ich bin echt mega überrascht, wie gut das Ganze jetzt funktioniert hat, obwohl es wirklich nur ein paar kleine Veränderungen waren. Echt verrückt, was das so ausmachen kann. Vor allem hat das Ganze trotz der Gesamtlänge von 2,35 Meter wirklich extrem gut geklappt. Wie man hier auch sehen kann, war das Brett, was ich aufgetrennt habe, auch definitiv nicht gerade. Hier ist dann quasi die Spannung aus dem Holz gegangen, es war gekrümmt, aber nichtsdestotrotz hat es super geklappt. Das ist jetzt die zweite Bohle, die ich gerade eben aufgetrennt habe. Ja, also wirklich, auch hier sind immer noch 22 mm übrig. Abzüglich der Schnittbreite von dem Sägeblatt ist es wirklich ein Verlust, der sich definitiv unter einem Millimeter hält. Und aufgeklappt, so schaut's aus, Leute. Einfach nur ein wunderschöner Anblick. Ich kann mir schon jetzt richtig gut vorstellen, wie die Sitzfläche von dem Teil aussehen wird. Vor allem, weil das Zeug hier noch richtig nachdunkeln wird. Das ist Irokko, ja, wie gesagt, vom Bau von meinem XXL-Tisch. Und der auch draußen, ja, der ist inzwischen so nachgedunkelt, es sieht wirklich mega geil aus. Ich glaube, ich würde mich jetzt wiederholen, wenn ich sagen würde, ich bin mit dem Ergebnis wirklich zufrieden, aber ich bin mit dem Ergebnis wirklich zufrieden. Mit dieser Methode ist man nun wirklich in der Lage, absolut akkurate Schnitte durch egal wie dicke Holzbohlen hinzukriegen und damit eine Menge Material zu sparen. Wenn dich interessiert, mit welcher Bandsäge ich jetzt genau diesen Schnitt hier gemacht habe oder generell, was für Maschinen und Werkzeuge ich in meinen Videos verwende, dann wirf doch jetzt mal einen Blick unten in die Videobeschreibung. Dort wirst du einen Link zu meiner Homepage finden mit einer ausführlichen Auflistung aller Maschinen und Werkzeuge, die ich in meiner Werkstatt verwende. Nun kann es endlich mit dem Bau der XXL-Sitzbank für meinen XXL-Esstisch weitergehen. Wenn euch interessiert, wie das Ganze ausgeht, dann abonniert am besten direkt meinen Kanal und vergesst nicht, das Benachrichtigungsglöckchen zu aktivieren, so werdet ihr über alle neuen Videos von mir direkt informiert. Und wenn wir schon mal bei dem Thema sind, wenn dich der Bau von so einem XXL-Esstisch interessiert, zieh dir doch mal direkt das Video dazu rein. Und wenn du generell auf XXL-Möbel stehst, der Bau von meinem XXL-Bett findest du direkt hier. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt dem Video doch direkt den Daumen hoch. Vergesst natürlich, mich nicht zu abonnieren. Und wir sehen uns spätestens im Video von dieser Sitzbank hier wieder. Macht's gut!